73 öffentliche Ladepunkte. Und was auch ganz wichtig ist, die sind nicht für Karten Go oder für ein Unternehmen bestimmt, sondern die sind natürlich auch für jeden, der einen Pkw hat, ein Elektroauto hier möglich zu nutzen. Schwierig ist es, und das ist ein ganz praktisches Beispiel, wenn eben an diesen Ladesäulen normale Autos parken und dann blockieren, das ist sehr blöd, also das versuchen wir auch zu lösen, eben mit anderen Verkehrsschildern und stärkeren Überwachung. Oder auch wenn Elektroautos einfach dort stehen, parken und nicht laden, weil es ist nicht nur während des Ladevorgangs. Und das ist halt auch so ganz konkrete Sachen, wo wir noch ein bisschen noch gegensteuern müssen. Unseren städtischen Fuhrpark bauen wir auch konsequent um. Ende 2017 werden wir ungefähr 20% der Flotte voll elektrisch haben, aber haben wir auch ein Förderprogramm, wo wir schrittweise auch eben alle PKWs und Nutzfahrzeuge, nicht alle Nutzfahrzeuge, aber also dort, wo es halt geht, auf voll elektrisch oder emissionsarm umstellen. Im Bereich Radverkehr, Fußverkehr hatte ich ja ein bisschen schon was angedeutet, sind wir zwar nicht so gut aufgestellt, aber wir